Willkommen zum zweiten Anleitungsvideo LibreOffice Writer. Heute soll es nicht um den Aufbau des Programmfensters gehen, sondern um das Arbeiten mit dem Programm. Ich zoome zunächst einmal die Darstellung. Ich suche schnell noch die Statuszeile. Hier unten sehen wir, das ist also jetzt nicht die Druckgröße in etwa, sondern nur 85% davon. Hier habe ich eine Symbolleiste, die ich abdocken möchte. Könnte ich eigentlich auch schließen. Gut, zum Arbeiten mit dem LibreOffice Writer. Wir haben ein leeres Textdokument vor uns im Arbeitsbereich, also sprich eine leere Seite, und üblicherweise würde man jetzt natürlich losschreiben. Ich denke, das ist erst der zweite Schritt, denn wenn wir in der Praxis ein Dokument anfassen, bearbeiten wollen, machen wir uns schon zunächst Gedanken darüber, in welcher Form wollen wir es letztendlich ausdrucken, wie wollen wir es verwenden. Das heißt, wir passen zunächst die Seiteneigenschaften an. Und hier haben wir auch das erste Objekt in unserer Textverarbeitung, das erste wichtige Objekt, besser gesagt eine Klasse. Eine Klasse ist eine Sammlung von Eigenschaften, die im Programm hinterlegt ist. Und wenn ich eine neue Seite erstelle, dann leite ich ein konkretes Objekt aus dieser Klasse ab. Ich mache also etwas physisch, erzeuge eine Seite. Die Seitenobjekte können also mehrere sein, ich zeige das mal. Jedes dieser Seitenobjekte würde also aus der Klasse abgeleitet und sofort die entsprechenden grundeingestellten Eigenschaften bekommen. Gut, hier haben wir die Seiteneigenschaften, die uns die Seitenleiste in aller Kürze anbietet. Da geht es also um die Größe der Seite. Wir haben jetzt DIN A4 gewählt, könnten leicht DIN A5 wählen. Seitengröße. Viele sprechen von Seitenformat. Das ist etwas schwierig, weil der Begriff Format doch sehr strapaziert wird. Als nächstes sehen wir schon wieder den Begriff Format, Hoch- und Querformat. Hier geht es eigentlich um die Ausrichtung der Seite, um die Seitenränder und zu guter Letzt um die Anzahl der Spalten in der Seite. Wir sehen, das ist also doch schon eine ganze Menge mehr, als wir bisher geahnt hätten, weil diese Seiteneigenschaften ja nirgendwo in den Symbolleisten auftauchen. Normalerweise werden sie auch häufig gar nicht beachtet. Will ich alle Eigenschaften sehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Rechte Maustaste über das Kontextmenü. Hier sehen wir schon, dass es wesentlich mehr geben muss. Oder über das Formatmenü erreichen wir immer auch diese Dialogbox, dieses Dialogfenster Seiteneigenschaften, Seitenvorlagen, Eigenschaften. Hier haben wir jetzt die Vorlage Standard. Eine Vorlage fasst eine Menge von Eigenschaften zusammen und sie wird dann unter einem Namen gespeichert, hier also unter dem Namen Standard. Ja, verwalten, hier können wir also den Namen der Vorlage festlegen und auch festlegen, wenn wir eine neue Seite kreieren, erzeugen, welche Seitenvorlage dann als Grundlage für das Ableiten des Objekts aus der Klasse verwendet wird. Hier haben wir also die wichtigsten Seiteneigenschaften, die wir hier unten auch schon gesehen haben. Sprich also die Seitengröße, die sich hier auch natürlich benutzerdefiniert einstellen lässt. Wo haben wir die Benutzerdefinierung? Hier. Damit lässt sich jede Seitengröße sofort erzeugen. Die Ausrichtung hoch oder quer. Die Textrichtung ist nur interessant für Sprachen, die also auch von rechts nach links oder in andere Richtungen schreiben.
Die Seitenränder, die lassen sich hier einstellen. Hier haben wir immer eine kleine Vorschau, wie sich das Ganze verändert. Zu den Seiteneinstellungen im Layout kann man zum Beispiel auch gespiegelte Seiten erzeugen. Das ist günstig, sollte man sie später dann im Duplex-Verfahren auf dem Drucker ausgeben, das heißt also Vorder- und Rückseite bedrucken. Weitere Eigenschaften der Seitenhintergrund, hier sollten wir gar nichts tun, weil das natürlich für die Tinte im Drucker tödlich ist, wenn wir eine ganze Seite mit Farbe bedrucken. Kopfzeilen einschalten, Fußzeilen einschalten, das sind also Eigenschaften des Objektes Seite. Sehen wir also jetzt hier die Fußzeile unten. Was das im Einzelnen bedeutet, dazu kommen wir auf jeden Fall später noch. Eine Umrandung festlegen mit allen möglichen Eigenschaften, Standardvorgaben oder eben auch selbstgemachte Vorgaben. Hier können wir mehrfach klicken, verschwindet, angezeigt. Manchmal erscheint hier eine graue Leiste, dann wird dies nicht verändert. Wir können hier zum Beispiel für die Seiten auch Schatten festlegen, Abstände, Farben für die Schatten. Dann natürlich, wie weit der Inhalt vom Rand entfernt sein soll. Das Synchronisieren sorgt dafür, dass alle Abstände gleich behandelt werden. Schaltet man es aus, kann man natürlich die Abstände auch im Einzelnen festlegen. Umrandungsstile, Umrandungsbreite, Umrandungsfarbe, alles das lässt sich hier einstellen. Das heißt, wir weisen den Eigenschaften des Objektes konkrete Werte zu. Die Anzahl der Spalten, das hatten wir auch schon hier unten, lässt sich hier viel feiner steuern. Zum Beispiel lässt sich also hier nicht nur festlegen, dass es also ein zweispaltiges Dokument sein soll, sondern sogar der Abstand zwischen den Spalten lässt sich festlegen. Ich gehe mal also von 3 Spalten aus und einen Abstand von 2 cm. Dann sehen wir hier also sehr schön dieses Dokument. Keine Trennlinie dazwischen, Fußnoten, Textraster, alles das kann man sich einmal anschauen, was das im Einzelnen bedeutet. Ich möchte jetzt meiner Seite noch die Ränder ändern und dann kann ich zusammen mit den Spalten davon ausgehen, dass ich jetzt ein dreispaltiges Dokument habe. Das sehe ich natürlich viel besser, dass das diese Dreispaltigkeit, wenn ich mir die Steuerzeichen anzeigen lasse, dann erhalte ich nämlich durchgängige Linien für die Textbereiche, die allerdings nicht mitgedruckt werden. Wir sehen jetzt noch den Textrahmen, den möchte ich wieder weghaben. Umrandung, keine Umrandung und auch keinen Schatten. Und damit hätte ich also jetzt zum Beispiel schon mal eine Vorlage für einen dreiseitigen Flyer aus einer DIN A4 Seite. Natürlich lassen sich auf diese Weise noch viele unterschiedliche andere Seitenvorgaben erstellen, die sich ganz konkret auf die von uns zu lösende Aufgabe beziehen. Ich werde gleich mal ein paar zeigen.